Es ist fast wie ein Tunnel, in dem ich mich befinde. Das Adrenalin, alles andere rumherum, ist eigentlich gar nicht da. So eine Art Begierde, und ich glaube, es kann auch in beide Richtungen gehen, also in Hass und in Liebe. Auf jeden Fall auch noch dachte, dass wir auf jeden Fall auch noch was in der Bowl aufnehmen können. Ich glaube, das Stärkste war sogar mein erster Olli auf ein Manipad. Ich habe einfach, glaube ich, nur geschrien. Ich war einfach so glücklich. Es war richtig erfüllend. Ja. Was mir im Kochen auch so eine Freude bereitet, ist, dass ich erst diesen Part habe, in dem ich ganz für mich sein kann und in dem ich eben so in der Arbeit versinke. Und danach macht mir aber auch das Teilen richtig viel Freude. Und ich freue mich dann einfach, am Esstisch zu sitzen mit allen zusammen und ein das ist super lecker zu hören. Und dann hat mich eine Freundin in ihre russische Ballettschule mitgenommen. Und da hatte ich dann so eine Probestunde und ich war super, super nervös. Und ich sah wahrscheinlich ganz doof aus, irgendwie so mit flapsigen Armen und Beinen, habe nur so ein bisschen rumgehampelt. Und trotzdem hat mich das so erfüllt in dem Moment. Also ich hatte das Gefühl, ich will das unbedingt nochmal machen, ich will da unbedingt weitermachen. Also es gibt so einen Moment, wo ich sagen würde, das war große Leidenschaft. Eigentlich gar nicht, ich bin kein Rennen oder so gefahren, aber es war der Moment, wo ich mein erstes Kart selber zusammengebaut habe. Und mein Papa und mein Onkel mich in der Garage besucht haben, sage ich mal, und mir zugesprochen haben, wie gut ich das gemacht habe. Es war ein gutes Gefühl und ich glaube, in dem Moment habe ich es halt wirklich gelebt. Hi, ich bin der Ruhm, ich bin 21 und ich lebe den Motorsport. Ich bin Luis, ich bin 21 Jahre alt. Ich bin Solveig, ich bin 20 Jahre alt, ich wohne in Essen. Und ja, bin gerade so dabei, mein Leben irgendwie so anzufangen, glaube ich. Hallo, ich bin Pauline, ich bin 21 Jahre alt und ich meditiere beim Gemüseschneiden. Leidenschaft ist auf jeden Fall auch irgendwo eine Suche. Eine Suche nach seinen eigenen Grenzen, eine Suche nach sich selber zu entwickeln und selber sein eigenes Potenzial auszuschöpfen. Denn ich glaube, in jeder Leidenschaft ist auch ein Drang dahinter, mehr daraus zu machen, mehr als was es gerade gibt. Aber es ist schon auch so, dass es mit vielen Selbstzweifeln verbunden ist. So, kann ich das gut genug? Werde ich es jemals gut genug können? Und bin ich der Leidenschaft, was so auf so einem ganz hohen Podest steht, bin ich dafür genug? Darf ich das überhaupt so als meine Leidenschaft bezeichnen? Oder muss ich irgendwie was Bestimmtes können, um das sagen zu dürfen? Man quält sich manchmal, glaube ich, auch durch Leidenschaften, um dann wieder Erfolgserlebnisse zu haben und dann wieder zu merken, wow, Diese Tätigkeit, die ich gerade ausführe, bringt mir einfach so viel. Alles in allem habe ich echt eine Leidenschaft dafür. Ich hatte mal so einen Vorfall, ein bisschen viel Stress. Und dann habe ich mich halt ins Auto gesetzt, gerade den OPC neu. Und bin dann halt über die Bahn gedüst. Schönen Kurven, dies, das. Und dann stand halt auf einmal eine Person vor mir auf der Straße und ich wusste gar nicht, wie ich reagieren soll. Und danach, also ich bin dann ausgewichen und es ist auch nichts passiert oder so, aber ich bin danach einfach weitergefahren. Ich habe nicht angehalten, ich habe nicht gefragt, wie es dir geht oder so. Aber da hat es für mich so Klick gemacht. In dem Moment wird dir einfach bewusst, Leidenschaft hört da auf, wo andere Leute mit da reingezogen werden. Es hätte wesentlich schlimmer ausgehen können. Und ich bin froh, dass es nicht so ausgegangen ist. Mach's auf einer Rennstrecke, mach's, wo es legal ist. Und begib einfach nicht dich und andere unnötig in Gefahr. Thank you.
Ich glaube, Leidenschaft ist immer dann ein bisschen ungesund, zumindest wenn man es nicht mehr von sich selbst überhaupt nicht mehr abtrennen kann. Und da wird es dann auch für mich persönlich ungesund. Und da denke ich, ist eine Grenze dann auch überschritten. Weil man, glaube ich, sehr leicht in so eine Art Sog gerät, dass man alles andere fallen lassen will und dass man sich selbst vernachlässigt, dass man andere vernachlässigt, dass es sein Leben in dem Maße eigentlich, wie du das gar nicht selbst irgendwie kontrollieren kannst, dann ist es, glaube ich, echt ungesund und dann kann es auch zur Sucht werden. Ich denke, wenn es wirklich Leidenschaft ist, dann hält dich eigentlich nichts davon ab, es auszuüben. Man muss eigentlich immer das Beste aus der Situation machen und ich glaube, das sollte man auch schaffen. Es gibt ganz viele Sachen, die ich selber auch fallen lassen würde für meine Leidenschaft. Also es ist schon definitiv ein großer Teil des eigenen Lebens und auch der Art, wie man ist. Weil ich da so eine Sehnsucht in mir spüre, dass da irgendwie noch was anderes draußen ist.